Servus Leute, was geht ab? Und zwar hat Justin ja das neue Format auf YouTube gebracht, nämlich die peinlichsten Hypebeast-Outfits. Und wir haben uns ja letztes Mal ein paar Stück davon schon gegeben. Da hatten die meisten ja so einen Off-White-Gürtel an. Oder sich um das Knie geschnallt oder so. Also echt übertrieben beknackt. Ich würde mal sagen, wir geben uns einfach noch ein paar davon, denn er hat auf jeden Fall noch ein Video rausgebracht und das letzte haben wir auch noch nicht zu Ende geschaut. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach, was da noch auf uns zukommt und ja, seid gespannt. Ihr wisst, in der Folge von Armes Deutschland darf natürlich niemals ein Off-White-Gürtel fehlen. Der ist hier natürlich auch wieder am Start. Und zwar bei diesem netten Herrn, das Bild habe ich auch zugeschickt bekommen. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich habe mir gedacht. Also es sieht nicht mal so schlimm aus, aber der Gürtel. Das ist der Birne. Ich feiere den Gürtel überhaupt gar nicht. Sieht nicht mal gut aus. Sieht einfach nur beknackt aus. Ich zensiere trotzdem lieber sein Gesicht. Er wird es wahrscheinlich jetzt nicht so feiern. Also ich mache mich jetzt hier nicht über ihn lustig so. Aber er hat einen Off-White-Gürtel um den Hals. Und da ist natürlich ganz offensichtlich, warum er das trägt. Weil es ist auch immer noch ein bisschen kalt. Alles klar! Auch wenn es draußen schon langsam Frühling wird. Da kann ich natürlich. Also den Off-White-Gürtel als Schal benutzen habe ich natürlich auch noch nicht so gesehen, aber kann man machen. Verstehen, wenn man da um den Hals noch ein bisschen was Wärmeres haben möchte, da ist ein Off-White-Gürtel natürlich das Idealste, was man da überhaupt tragen kann. Ja. Wir kommen zum nächsten Bild. Und zwar habe ich gesehen, dass es auf Instagram so eine. In dem Video hat er auch noch seine alte Rolex an. Die ist auf jeden Fall übertrieben klassisch, aber er hat sich ja jetzt die neue Iced Out gegönnt. Naja, aber die ist trotzdem übertrieben geil. Also hier zu dem Outfit. Also in der letzten Folge haben sie ja sich einen Rucksack gebastelt aus einem Yeezy-Karton. Und jetzt macht man sich mittlerweile hier so einen Atem-Mundschutz aus einem Yeezy-Schuh. Also das ist der neue Trend. Letztes Jahr war höchstwahrscheinlich der Trend des Off-White-Gürtels. Und jetzt baut man sich die ein oder andere Mundschutzmaske hier aus. Ja, aus einem Yeezy-Schuh. Kann man machen. Eine Marke gibt Hype Masks. Das ist jetzt keine Werbung. Ihr könnt euch gerne was bestellen, wenn ihr euch so raustraut. Aber ich würde es auf jeden Fall. Also, ich traue mich nicht so raus. Weil, ja, hier wurden aus Yeezys so Gesichtsmasken gemacht. Weiß nicht, für was das ist. Ob das jetzt für Instagram-Bilder ist oder für den Alltag in Hongkong oder so, wo die Luftqualität nicht so gut ist. Aber, also. Wer mit sowas rausgeht, der hat wirklich, also Zitat Karl Lagerfeld, die Kontrolle über sein Leben verloren. Als vorletztes Bild, ihr kennt's, die klassischen Krampfadern haben wieder eingeschlagen. Und zwar wurde hier der Off-White-Gürtel, der mir, by the way. Der Klassiker. Auf jeden Fall sieht der viel zu dünn aus, aber sieht natürlich wieder übertrieben beknackt aus. Jetzt gerade ein wenig dünn erscheint, also ich könnte fast schon sagen, dass es ein Fake-Gürtel ist. Wobei der eigentlich ganz gut aussieht, der sieht nur irgendwie so ein bisschen dünn aus. Gibt es eine Frauenversion von? Kein Plan. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Und zwar habe ich letztes Mal auch kritisiert, dass die Adidas Jogginghose in die hochgezogenen Adidas Socken mit den drei Streifen gesteckt wurde. Das feiere ich gar nicht. Ich schaue nicht, ja. Übel beknackt. Und irgendwie musste Off-White-Gürtel dazu. Hier wurde alles in einem Bild kombiniert, was ich in der letzten Folge kritisiert habe. Hypebeast hin oder her. Man kann das. Also ich glaube, die denken sich auch gar nichts dabei. Also, wie kannst du so rausgehen? Irgendwie kombinieren, aber das so. Also, da kann mir niemand erzählen, dass er das jetzt nice findet. So, dass sich das Bild anguckt und nice Outfit, Bro. Und Leute, auf dem letzten Bild haben wir einen Stargast und zwar DJ Khaled. Digga. Der hat ja mal überhaupt gar nicht übertrieben. Komplett alles Supreme Louis Vuitton. Haftschaden. Also komplett in Rot, das sieht sowieso übertrieben aus, aber also der ist zu gut gemeint. Der nicht erkannt werden möchte, deswegen hat er sich heute ja, das Gesicht ein bisschen verdeckt und auch ein relativ unauffälliges Outfit angezogen. Er scheint ein großer Fan von der Supreme Louis Vuitton Kollektion zu sein und das lässt er auch ein bisschen durchsickern. Also er kann froh sein, dass er DJ Khaled ist und da keiner so wirklich was sagt. Aber wenn man so als Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, auf die Straße geht, dann hat man. Digga, da wirst du nicht gemobbt, ich glaube, da wirst du zusammengeschlagen. Oder? Ich weiß nicht, was da mit euch passiert. Und auf jeden Fall auch irgendwas falsch gemacht. Meiner Meinung nach. Ja, Leute, ihr seid wieder an der Reihe. Welches Outfit von allen fandet ihr am schlimmsten und welches würdet ihr sagen? Ach ja.
Also Leute, der hat noch eine neue Folge rausgebracht. Wir geben uns die auf jeden Fall auch. Ja. Und mal schauen, was da noch so auf uns zukommt. Video von mir. Heute gibt es dann eine weitere Folge der peinlichsten Hypebeast Outfits. Tut mir leid, falls ich ein wenig fertig aussehe. Ich bin vor 5 Minuten in meine Wohnung gekommen. Da hat er auch nicht die Eisdau dann. Okay. Kann man machen, natürlich. Willkommen. Ich war gerade in Istanbul. Heute ist Dienstag. Video kommt also morgen. Und wer mich auf Instagram folgt. Wahrscheinlich für seine Peso Clothing Kollektion. Höchstwahrscheinlich. Aber die Türken machen mittlerweile echt übertrieben gute Qualität. Ich meine, viele, viele Sachen, viele Marken werden dort produziert. Also, die ballern schon gute Qualität jetzt. Also, nicht so wie früher. Verfolgt, der hat gesehen, dass wir fleißig an neuen Peso-Sachen gearbeitet haben. Ah ja. Darum soll es doch gar nicht gehen. Ich will euch gar nicht in jedem Video mit Peso therapieren. Aber ganz kurz, 26. April, Restock von den 3 T-Shirts. Um 18 Uhr. Da gibt es noch mal ein paar Stück. Also, ja. Wollte ich nur gesagt haben. So, wir fangen an mit den Outfits. Und zwar sind die nicht immer peinlich, aber oft sehr merkwürdig. Das erste Outfit ist dieses Outfit hier. Da trägt ein guter Herr ein Adidas Gosha Sweater mit einem Chest Rig. So weit, so gut. Digga, diese Ketten. Also komplett übertrieben. 20 Ringe an den Händen. So. Das sieht übertrieben beknackt aus. Gut, eine Anzugshose mit einem LX-Gürtel. Auch noch okay. So den Sweater in die Hose zu stecken, kann man sich schon drüber streiten, aber ja, das Merkwürdigste sind meiner Meinung nach die Ketten. Ich weiß, dass Ketten, besonders jetzt vor einem halben Jahr oder so, mega in waren. Ich habe den Trend noch nie mitgemacht, ich habe kein einziges Bild auf meinem Instagram, wo ich irgendwie mir eine Kette an die Hose geschnallt habe. Der gute Herr hat deswegen einiges nachgeholt, was ich auf Instagram nicht habe. Also der hat einfach für ein halbes Jahr schon im Voraus ein Bild mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ketten gepostet. Gut, vielleicht hat er auf dem Rücken auch noch welche. Er trägt noch 2 Halsketten, also wirklich. Er sollte gut abgesichert sein und ihm sollte auch gar kein Portemonnaie abhanden kommen. Er hat das wirklich sehr, sehr gut abgesichert. Wir kommen zum nächsten Bild. Und zwar muss ich sagen, die einzelnen. Digga, die haben die Lage auch komplett übertrieben. Also rot und blau zu kombinieren ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Die Schuhe feiere ich überhaupt gar nicht. Die Hosen auch nicht. Also bei den Outfits stimmt komplett gar nichts. Meiner Meinung nach. Die haben auch so viele Ringe an. Ich weiß auch nicht, ob das Trend geworden ist. Naja. Die Teile, wieder wie oft, sind wirklich in Ordnung. Aber wenn man. Ah ja. Und was sieht man da? Natürlich die allseits bekannten Off-White-Gürtel. Dürfen natürlich nicht fehlen. Mix anguckt, finde ich, ist es wieder viel, viel zu viel. Wir haben wieder unseren beliebten Off-White-Gürtel dabei. Die Hand vor dem Gesicht darf nicht fehlen. Die beiden Jungs tragen auch wieder Partnerlook-Schuhe, Partnerlook-Socken, eine Supreme-Gore-Tex-Hose auch wieder im Partnerlook. Dann den Off-White-Gürtel, der darf natürlich wieder, wie gesagt, nicht fehlen. Eine Supreme-Tasche haben beide als Accessoire. Supreme Louis. Ey, Alter, das ist einfach, also ich, was soll ich da jetzt noch großartig beschreiben? Es ist einfach too much. Übel, ja. Also, ey, sorry. Fehlen mir die Worte. Wir kommen zum nächsten Bild. Kleine Werbeunterbrechung. Und zwar sehen wir hier die brandneue Patek Philippe Supreme Collabo. Also falls ihr Bock auf eine blaue Patek habt, wo ein Supreme Logo auf dem Zifferblatt ist, müsst ihr jetzt zuschlagen. Wo man die kauft, weiß ich auch nicht, aber sorry. Auf dem nächsten Bild haben wir ein sehr seltenes Outfit, weil dieser Supreme Hoodie, den gibt es nicht sehr oft. Mit den schwarzen Stripes hier auf dem Arm, ein relativ großes Supreme-Logo, dann ist da noch ein Marihuana-Blatt drauf, so eine überschlagene Kapuze mit Bändeln, die in der Mitte rauskommen, ein designtechnisches Meisterwerk, also Glückwunsch an den Herrn, dass er den Hoodie ergattern konnte. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Bild. Ach du Scheiße. Off-White-Belt-Memes dürfen natürlich nicht fehlen. Erstmal wunderschöne Off-White-Nike-Socken, kenne ich auch so nicht. Die Dame scheint lebensmüde zu sein, also. Es gibt so viele Arten, wie man Gürtel anziehen kann. Wir haben es auch in den vorherigen Folgen schon thematisiert. Aber sich einen Gürtel so anzulegen, also da Scheiße. Brauche ich auch nichts dazu zu sagen. Der auf dem nächsten Bild hat wirklich eine ganz, ganz praktische Verwendung von dem Off-White-Belt. Digga, die haben echt einen Haftschaden. Was haben die mit ihren Off-White-Gürteln? Oh Mann. Also da habe ich keine Worte mehr dafür. Weil der sitzt auf einer Ladefläche von einem PKW und weil er halt drauf sitzt. Und dieser Mundschutz ist auch der Renner zurzeit. Also der Klassiker. Relativ breit ist, passt der Schuhkarton von den New Races nicht mehr drauf. Ganz einfach gelöst mit 2 Off-White-Belts. Besser kann man
einen Schuhkarton nicht transportieren, wenn man in einem Fahrzeug transportiert wird. Der Herr auf dem nächsten Bild hat ein relativ unscheinbares Outfit an, aber durch den Off-White-Belt rettet er sich... Auch wieder mit dem Off-White-Gürtel und mit so einem Mundschutz. Der, übertrieben beknackt. Natürlich auch nochmal wieder, auch er scheint relativ lebensmüde zu sein. Und ey Leute, ich frage mich hier ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee, solche Bilder zu machen? Also wirklich ganz... Übel. Ganz armes. Und zu guter Letzt, liebe Leute, haben wir noch ein Bild von der Instagram-Seite Bad Outfits Daily. Warum das so bad ist, weiß ich gar nicht. Ich meine, steht doch Off-White drauf. Ich glaube, das ist ein Sample, das hat er von Virgil schon ein bisschen früher bekommen. Das kommt nämlich erst bald raus. Ey, warum? Und dann noch diese Schürze, wo dann so eine AK drauf ist. Dieser Mundschutz, ey, das ist auf so vielen Ebenen verstörend. Also diese Schürze und dieser Mundschutz, da hat er schon recht. Das sieht übertrieben beknackt aus. Aber, naja. Ja, ich denke, die Leute kann man auch nicht mehr retten. Also da läuft irgendwas nicht. Da läuft irgendwas falsch. Tja. Okay, Leute. Ich hoffe, euch konnte das Video unterhalten. Bitte, ihr zieht wirklich an, was ihr wollt, aber nicht die eben gezeigten Sachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da. Peace. Scheiße. Also ich hoffe auch, dass ich euch nicht so auf der Straße begegne. Mit einem Off-White-Gürtel. Scheiße. Naja. Also, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video.